Ja, weiter geht es mit Let's Play Diablo Hellfire. Wir stehen hier mitten in Level 4. Wir haben schon so gut wie alles erkundet. Fehlen nur noch... Oder, wieso fehlen? Es fehlt nur noch diese Tür. Singular. Und, ja, wir haben letztes Mal einen komischen Ziegenmenschen gefunden, der uns was Tolles schmieden wollte, dann durchgedreht ist, weil er was super Tolles geschmiedet hat, was totaler Crap war. Oh. Und, dieses Mal wollen wir oder werden wir hoffentlich Odgens Schild finden, um ihn das wiederzubringen. Und in Level 5 absteigen. Und in Level 5 gibt es was Tolles, denn das Szenario ändert sich. Wir steigen ab, wir verlassen den Dungeon und hier gibt es nichts mehr zu erkunden, oder? Das sieht nicht so aus. Nee. Ach, da unten können wir noch rein. Ah ja, das sehe ich jetzt erst. Dann machen wir das auch. Das ist ganz schön riesig, ne? Es kann sein, dass ich eine Ecke vergesse, aber ich hoffe nicht. Hier, genau, hier waren das letzte Mal diese fiesen... Ja, was waren das? Ogre-Viecher, irgendwelche Overlords. So, haben wir hier irgendwelche Gegner? Nein, nur ein Sarkophag oder ein Sarg. Ich sage einfach Sarg. Ich kenne mich doch nicht aus im Totengräberbereich. Auf jeden Fall haben wir eine Potion of Healing. Das ist immer nice, immer gern gesehen. So, was haben wir hier drin? Haha, Krabbelmänner. Und Flapsies. Auf der anderen Seite. Ah! Ja, die kommen aber angeschissen. Ey, jetzt bleib doch mal... Alter, bist du auf Drogen oder was ist los mit dir? Ja, unser Schild, den hätten wir mal repariert. Wir hätten generell reparieren sollen. Nein, das fliegt doch nicht weg. Guck mal, wie die alle nach uns lechzen, ne? Boah, was halten die denn aus? So, endlich. Guck mal, wie dumm die KI ist. Aber eigentlich ist mir das auch gerade ganz recht, dass die alle da bleiben. Wobei jetzt alle langsam auf den Trichter kommen, dass hier oben ein Durchgang ist. Oder man merkt an dieser Stelle auch, dass dieses Grid-System noch eigentlich aktiv ist. Denn ich muss sagen, wenn ich mal hochschaue auf mein Overlay, dieses Spiel läuft mit, und das liegt nicht an meinem Rechner, läuft mit sage und schreibe 15 FPS. Also dieses Spiel scheint einen Framelock auf 15 Frames die Sekunde zu haben. Deswegen wirkt das auch so ein bisschen hakelig wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir kommen hier trotzdem relativ gut voran. So, was haben wir da gerade aufgesammelt? Irgendwie so einen komischen weißen Bogen. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich nehme... Nee, ich mach, glaube ich... Nee, ich mach die erstmal weg, weil sonst verstopfen die auf ewig unser Inventar. Das möchte ich nicht. Da sind normale Racks drin, okay. Oh, ein gelbes... Jetzt hier, was ist das? Ach, der Verjüngung. Ich glaube, das ist ein Trank der Leben und Mana. Eine Schatzkammer. Leben und Mana regeneriert. Oder wiederherstellt. Es ist ja keine Regeneration. Hier war ein bisschen Gold drin. Das ist schön, aber wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, man sieht das hier, ne, insgesamt. 7448. Und wir sind kurz vorm Level Up. Das haben wir auch bitter nötig. Warte mal, ich werde mal eine Scroll verbrauchen, damit wir ein bisschen frisch sind. Achso, warte mal, das können wir auch einmal benutzen. So, dann... Oder hatten wir das schon auf der Waffe? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir bei 82%. Soll mir auch ganz recht sein. So, und ich würde sagen, jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Wir werden... diesen Raum hier betreten. Hier geht es auch zu Level 5. Da müssen wir eh hin. Und wir haben Level 4 erkundet. Ja, wir müssten einmal eigentlich hoch zum Reparieren. Ich hoffe, mein Schild zerbricht nicht. So, dann wollen wir mal. Können wir mit dem reden oder greift er uns an? Nee. Hey, you that one that kill all. You get me magic banner or we attack. You no live with life. You kill big ugly and give back magic. Go past corner and door, find ugly. You give, you go. Ja, wir sollen die hässlichen finden. Das haben wir in der letzten Folge schon getan. Da konnten wir die Truhe am Ende allerdings nicht öffnen. Und ich vermute, wir haben das jetzt getriggert. So, und zwar war hier eine Truhe, eine relativ große am Ende des Ganges.
So. Und da haben wir das Tavernenschild. Dafür brauchen wir tatsächlich einen Inventarplatz. Also, ne, keine gesonderten Quest-Item-Fächer, wie man es heute gewohnt ist. Könnte man sehen, wie arschig die Spiele früher waren. Oder simpel, sagen wir es mal so. Aber das ist ja, hat ja auch alles technische Begründungen. You give? Yes, good. Go now. We storm. We kill all with big magic. Ah! Okay. Hier ist Taktik angesagt. Naja, eigentlich nicht. Level up. So, wir hauen hier einfach einen nach dem anderen Schrott. Die dunklen also. Okay, komm her. So langsam lichtet sich das. Aber da sind noch einige drin, sodass ich noch nicht reingehen möchte. Ich weiß, das ist ein bisschen lame, hier an der Tür zu stehen. Aber ich denke, das ist doch eine sichere Art, diese Gegnermasse zu besiegen. Da ist ein Morgenstern, okay. Ich glaube, jetzt können wir mal so langsam reingehen. Na, es sind noch einige. Wir kommen gar nicht zum Attacken. Aber die machen jetzt auch nicht so den meisten Schaden. Oh, unser Schild platzt gleich. Ich glaube, ich gehe wieder hier hin. Jawoll. Da ist er down. Ganz schön zäh hier. So, ich glaube, bei jedem Gegner, den ich nicht gleich mit dem ersten Schlag kaputt knüppel. Jawoll. Und der noch. So, wenn wir mal das ganze Gold looten. Sofern das möglich ist. Scroll of Identify. Das Tavernenschild haben wir nämlich nicht mehr. Das haben wir ihm gegeben. Obwohl ich das gar nicht wollte, aber wir mussten. Denn anders kommen wir nicht zum fünften Level. Die Türen waren ja verschlossen. Ein gelber Bogen. Nice. Wo ist denn jetzt das Kackschild? Liegt das hier nicht? Der das hier liegen lassen? Haben wir die Quest abgeschlossen? Wir haben die Quest abgeschlossen. Ha! Okay. Gut, dann level ich aber mal. Ich gehe wieder auf Magic, denn letztes Mal wollten wir ja die ganzen Bücher und so weiter einlesen. Haben wir hier noch irgendwelche geheimnisvollen Schätze? Das sieht nicht so aus. Wir müssen dringend reparieren, denn es kann sonst sein, dass unser Schild ja einfach kaputt geht. Oha, und schon sind wir. The smell of death surrounds me. Ja, und der sagt natürlich in jedem Level eines neuen Szenarios so tolle Sachen. Aber hier möchte ich in dem Zustand eigentlich nicht rumlaufen. Haben wir denn keine? Ah, haben wir nicht mehr, ne? Nee. Dann heilen wir uns erstmal ein bisschen voll. Ist das Oil of... Okay. Oh nein, jetzt habe ich... Ach, jetzt war ich zu locker mit dem Finger. Und habe einen Trank verschwendet. Tja, so bin ich. Verurteilt mich. Okay, gehen wir doch runter. Dann müssen wir... Das kann ich euch da natürlich auch zeigen, wenn es soweit ist. Was ist das? Ach so. Ah! Hier sind Bogenschützen. Ich weiß nur nicht wo. Hier. Ah, die klappen sofort zusammen. Das ist sehr gut. Hier gibt es natürlich auch neue Gegnertypen. Ja, sonst... Ah, guck mal hier. Geht's down to level 6. Und... Ah, doch nicht. Hätte ja sein können, nicht? Gut, erkunden wir einfach mal unbeirrt vom Pfeilhagel. Die Racks sind von normaler Qualität, die nehmen wir nicht mit. Ich muss sagen, die Bogenschützen halten so gut wie gar nichts aus. Aber hier gibt es noch ganz andere Kaliber, das kann ich euch sagen.
Da will ich nicht hin. Ich will hier einmal rumgehen. Ich will diesen Raum noch nicht betreten. Huch. Ein Stalker. Ist es schon so weit? Bin ich schon so fame, dass man mich hier stalken muss? Also sowas. Noch einer und dann sind die auch noch so hässlich. Okay. Wo kommen die denn her? Ich glaube, die sind unsichtbar, ne? Und wenn man sich denen nähert, dann enthüllen die sich. Genau, habt ihr gesehen? Jetzt kommen ja auch diese Ziegenmenschen. Da ist noch einer. Da gibt es später noch fiesere Versionen von, das könnt ihr mir glauben. Die reichen mir hier eigentlich schon. Ach, Skelette sind mir eigentlich ganz recht. Ihr seht, die halten nicht viel aus. Und gerade wenn wir denen unseren Knüppel wieder durchs Gesicht ziehen, dann fallen die sofort. Ja, dann sind die erstmal betäubt und klappern zusammen. Wie gesagt, da unten will ich noch nicht rein. Das, also diese Doppeltür. Ich gehe erstmal hier lang. Nicht so weit. Oh, das ging ja schnell. Komm, gib mir Erfahrungspunkte. Los. Los, Flapsies. Wo seid ihr? Komm. Die sind immer noch sehr zäh, ne? Muss ich sagen. Ich will die Tür nicht zumachen. Ich will einen Schritt nach vorne gehen. So, jetzt aber. 44 Gold. Und dann werden wir mal hier gucken, was es noch gibt. Die fliegen einen aber auch an, ey. Das wäre wieder so ein Crack-Dealer oder sowas. Okay. Eine Truhe. Warte mal, was ist da? Da will ich hin. Seht ihr? Up to town. Das wollte ich euch zeigen. Das heißt, wir müssen... Wer lacht denn da im Hintergrund? Habt ihr es gehört? Die Musik wird irgendwie immer bedrohlicher. Also in diesem Gebiet hier. Da ist irgendwie so ein lachender Freak im Hintergrund. Hört ihr das? Das macht mir Angst. Wo ich den Schrein gerade sehe, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Ich habe keine Ahnung. Ein mysteriöser, okay. Ne, wie gesagt, ja, schreibt es doch in die Kommentare. Soll ich hier schon rein? Ich meine, es gibt gut Erfahrungspunkte, aber unser Schild ist bald kaputt. Ich will das... Warte mal. Der hat nur noch eine... nur noch einen Punkt Haltbarkeit. Der ist in den Fritten. Dann verlieren wir den, ne? Das ist euch bewusst. Deswegen schnell hier hin. Zack. Und wo kommen wir raus? An diesem Mausoleum. Die Katakomben sind das jetzt. So heißt das offiziell. Genau, dann kommen, glaube ich, die Caverns als nächstes. Und dann kommt die Hölle. Gut, jetzt hier mit Hellfire gibt es noch den Hive. Soll uns aber erstmal nicht interessieren. Ich würde sagen, wir lassen erstmal alles identifizieren und verkaufen den Krempel dann. Hello, my friend. Stay a while. Den Hunters Bow, der ist übrigens gelb, aber man sieht das hier nicht. Er ist einfach magisch. So, was kann denn der Flame Dart, Unique Item? Was kann der jetzt? Achso, weil der gelb ist, sieht man die Stats erst, wenn man da drüber, also mit der Maus drüber fährt. 5 Points zum Damage, das ist auch nice. Das Blade. Achso, haben wir jetzt erst identifiziert. Penetrate Targets Armor, okay, dann machen wir mehr Schaden mit jedem Schlag wahrscheinlich. So, schauen wir uns das mal an. Wo ist der Bogen? Hier. Fire Arrow Damage 1 bis 6. Fire Hit Damage 1 bis 6. Chance to Hit plus 20% und Resist Fire plus 40%. Ich glaube, den sollten wir erstmal behalten, falls wir in den Fernkampf müssen. Den Rest werden wir mal verkaufen. Wow, what can I do for you? Sell Items. Wir haben das letzte Mal nämlich vergessen. Ich will mit den... Wo ist das Ding jetzt? Maze of Miming will ich mir gleich nochmal kurz anschauen. Deswegen verkaufe ich den jetzt noch nicht. Lass mal sehen. Adds 5 Points to Damage gegen 8 Stärke. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich will mal gucken. Wir machen jetzt 5 bis 14 Schaden. 9 bis 18. Huch.
Ah ja, es ist wegen den Dingern da, die wir da aufgetragen haben. Die sollten wir vielleicht verwahren für unsere letzte Waffe. Ne, wir nehmen den neuen Mace und werden den alten verkaufen. Ich will immer Escape drücken, um hier rauszugehen, das geht aber nicht. Wow, what can I do? Also werden wir unseren alten Mace of Might verkaufen. Und dann reparieren wir die Sachen. Hier gibt es leider, wie ihr seht, auch keinen Reparierer alles. Wir müssen alles einzeln anklicken. Das kostet auch eine Menge Gold, das könnt ihr mir glauben. So, da ist unser Schild auch wieder repariert. Das haben wir hier, das sind immer noch die gleichen Sachen, ne? Aber eventuell haben wir bald das Geld hier für dieses Warrior's Sword of Miming oder Malming. Ich weiß nicht, ob das ein I oder ein L ist, ein I wahrscheinlich. Sieht zumindest genauso aus wie das I da hinten. So, das ist Nummer 1, was ich machen möchte. Dann hole ich mir erstmal die Gratis-Heilung ab. Und dann werden wir mal ein paar Bücher studieren. Denn wir haben ja die letzten zwei Level unsere Punkte jeweils, also 10 Punkte in Summe, haben wir hier reingesteckt. Von 10 auf 20 sind wir katapultiert. Und ich möchte das Buch des Town Portals einlesen. Und das können wir jetzt auch. So, und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann können wir den Town Portal Spell auswählen. So. Genau, Spell Level 1, das ist auch cool. Man kann die hier leveln und dafür kann man die Bücher mehrfach einlesen bis Level 15, glaube ich. Und dann kosten die entweder weniger Mana oder machen mehr Schaden. Also das Town Portal macht jetzt natürlich in dem Fall keinen Schaden. Können wir Reflekt auch einlesen? Nö. Was ist mit dem Buch des Heilens? Jawohl. Buch des Fireballs können wir einlesen. Reflekt konnten wir noch nicht. Da haben wir sogar zwei von. Das heißt, das Ding könnten wir auf zwei katapultieren. Search können wir auch noch nicht. Ah ja, hier kann ich es euch zeigen. Ich will nur... Nehmen wir den auch noch mit. Was tun sie? Ich habe doch keine Ahnung. Okay, den können wir auch noch nicht einlesen. Was ich euch zeigen wollte ist, wir haben jetzt einmal Healing eingelesen. Kostet 27 Mana. Wir haben noch ein Buch des Healings. Und der Spell ist auf Level 2 und kostet 24 Mana. Und halt wahrscheinlich mehr. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt ein doofes Beispiel. Aber hier der Firebolt hoch zum Beispiel. Der macht, er kostet 6 Mana bei 4 bis 13 Schaden. Boop. Kostet immer noch 6 Mana bei 5 bis 14 Schaden. Das hat sich ein bisschen gesteigert und so kann man die Spells leveln. Gut. Wir können Town Portals erstellen. Wir können uns heilen. Wie viel Mana haben wir eigentlich? 30, das heißt ein Heilzauber und wir sind out of Mana. Was kostet der? 35, den können wir gar nicht wirken. Deswegen ist der auch grau, wie ihr hier seht. Das ist doof. Dann nehmen wir doch... Den können wir uns auch nicht leisten. Wir können uns einmal heilen. Ist das nicht toll? So, dann können wir auch wieder... Nein, noch nicht hinabsteigen, denn es muss doch irgendwo eine neue Quest geben, oder? Habe ich schon eine angenommen? Nein. Du hast keine. Nee, wenn sie eine Quest haben, dann plappern die drauf los. Der hat nix. Hast du was, mein Freund? Nö. Oder wir müssen irgendwelche Bücher finden. Ja, das ist eine gute Frage. Hat Adria vielleicht was für uns? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Quests vergibt. Wie gesagt, ich habe das Spiel nie durchgespielt und nicht sehr weit, weil Englisch war zu einem damals in meinem Alter eine Sprachbarriere. Nee. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann finden wir wahrscheinlich auf dem Level ein Buch oder irgendwie ein Lore-Buch oder sowas, was uns eine Quest vermittelt. Hier ist nichts mehr, ne? Nee, wir müssten hier wieder zurück. Dann können wir noch ein bisschen schnetzeln. Wir haben nämlich noch, ja, eine Minute. Ha! Egal. Noch ein bisschen Action. So, was wir haben, das haben wir. Auf jeden Fall eine Menge Gold. Ist hier irgendwas drin? Nicht drin. Es steht hier noch irgendwas. Wahrscheinlich ist hier was drin, weil ein Schrein ist. Oh ja. Sehr nice.
Ja, ist doch Pipifax hier. So, dann haben wir diesen Raum auch leer geräumt, denn diesen Schrein möchte ich, ihr kennt mich ja, nicht anklicken. Und damit haben wir dieses Gewölbe erkundet. Ich weiß, das hat es jetzt nicht mehr gebracht, hier runter zu gehen. Aber ich wollte wenigstens die 20 Minuten noch voll machen. Und wir werden in der nächsten Folge diesen Level weiter erkunden. Vor allem auch diesen Raum. Das müsste ein Questraum sein. Aber vielleicht finden wir hier noch was anderes. Wer weiß, wer weiß. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Diablo Hellfire. Also, bis dann.